Ja, herzlich willkommen heute zu unserem Online-Seminar zum Thema Smart Building, Digitalisierung in der Bauwirtschaft. Mein Name ist Florian Geith, ich bin Business Development Manager bei SmartTech und begleite Sie heute als Moderator des Online-Seminars für die nächste Stunde. Ja, Smart Building, vermutlich assoziieren Sie mit Smart Building auch die Möglichkeiten von Smart Home, aber es gibt jedoch gewisse Unterscheidungen. Smart Home in diesem Fall ist eher die digitale Vernetzung von Endgeräten, sprich smarte Glühbirnen, also smarte Lichtsteuerung, smarte Gartenbewässerung oder auch smarte Rollladensteuerung. Und bei Smart Building beschäftigen wir uns hingegen schon bereits in der Bauwirtschaft, im Bauprozess um die Digitalisierung. Sprich, ja, ein Haus wird immer noch analog per Hand gebaut, mehr oder weniger, also Stein auf Stein. Aber bereits beim Bauprozess kann die Digitalisierung natürlich auch hier unterstützen. Und ja, durch standardisierte Kennzeichnungen und automatische Erfassung von Werkzeugen, Baumaterialien und Baumaschinen versuchen wir, die Prozesse auch in der Bauindustrie schneller, rückverfolgbarer, kostengünstiger und auch sicherer zu gestalten. Und ja, dazu haben wir heute drei interessante Vorträge. Zum einen von der GS1, von SmartTech und von der Firma Tabia. Und ja, Sie bekommen heute im Seminar Smart Building erfahren Sie, wie Sie Ihr Unternehmen mit einer GS1 standardisierten Auto-ID-Technologie oder einer kundenindividuellen RFID- und NFC-Transponder von SmartTech und einer perfekt abgestimmten Anwendersoftware von Tabia das optimale Fundament für Ihren zukünftigen Erfolg legen. Und ja, von der Firma GS1 darf ich heute begrüßen Herr André Berg. André ist seit 8 Jahren bei der GS1 als Senior Branchenmanager tätig und sein Fokus liegt auf der Prozessoptimierung entlang der Supply Chain. Ja, hallo André. Hallo Florian, schönen Dank für die Einladung. Ich freue mich heute auf das Seminar. Gut, als zweiten Referenten hören wir heute Stefan Scheller von der Firma SmartTech. Stefan ist unser Experte für Auto-ID, RFID und NFC-Technologie. Und ist seit mehr als 15 Jahren in diesem Umfeld unterwegs und sein Ziel ist die eindeutige Identifizierung von Objekten und ja, das Setzen von Standards. Und ich darf hierbei zitieren, die Technologie ist kein Selbstzweck, sondern seiner Meinung nach sind die richtigen Werkzeuge entscheidend. Willkommen Stefan, schön, dass du auch dabei bist. Ja, vielen Dank Florian, hallo zusammen. Und als letzten im Bunde haben wir Tobias Müller von der Firma Tabia mit an Bord. Tobias ist einer der Mitbegründer von der Firma Tabia GmbH und Produktverantwortlicher für das Software-Tool Control. Tobias ist Early Adapter und hat Kaffee im Blut. Wahrscheinlich erkennt er darum früher oder schneller die digitalen Trends und wie sie sich in praktische Lösungen transformieren lassen. Hallo Tobias. Hallo Florian und hallo in die Runde. Ich freue mich, heute hier zu sein. Gut, ja, bevor wir jetzt mit André starten, als ersten Sprecher möchte ich Sie bitten, wenn Sie Fragen haben, können Sie die gerne während der Präsentation in die Fragenbox, müsste in einem Panel irgendwo mit auftauchen, reinschreiben. Wir werden alle Fragen beantworten. Wir wissen noch nicht, ob es live möglich ist, sie zu beantworten, je nach Zeit. Aber keine Frage wird unbeantwortet. Das heißt, im Nachgang an das Seminar werden Sie entweder per E-Mail oder auch per Telefonanruf oder auch Online-Meeting dann die Fragen beantwortet bekommen. Und genau, das Seminar wird aufgezeichnet. Das heißt, Sie haben auch im Nachgang die Möglichkeit, das Seminar nochmal anzuhören und anzuschauen. Und ja, André, jetzt wünsche ich dir viel Spaß bei deiner ersten Präsentation und euch Zuhörern auch viel Spaß und übergebe nun das Wort. Ja, danke Florian für die nette Anmoderation. Ich denke, meine Präsentation ist für alle sichtbar. Ich fokussiere mich auf das Thema Digitalisierung in der Baubranche mit GS1-Standards und gehe aber explizit ein auf das Thema Stammdaten, das Fundament der Bauwirtschaft. Möchte kurz erwähnen, dass, wie angekündigt in den Newslettern, nicht Guido Linden heute den Vortrag hält. Der ist leider erkrankt und hat mich gebeten, kurzfristig einzuspringen, was ich sehr gerne mache. Starten möchte ich damit, dass ich einmal kurz GS1 vorstelle. Es begann mit einem Beep, ein Ton, der aus dem stationären Handel nicht mehr wegzudenken ist. Jeder kennt ihn, im Supermarkt, im Baumarkt, im Kaufhaus. Ja, dies war der Startpunkt von GS1 im Jahre 1974.
Wie Sie sehen hier, das Wrigley Spamming wurde nicht, die Informationen wurden nicht in die Tasse getippt, eingetippt, sie wurden über einen Barcode gescannt. Der Start unseres ältesten GS1-Standard. Daraus ist heute eine globale Organisation, GS1 steht für Global Standard One, mit 114 lokalen GS1-Länderorganisationen geworden. Wir sind neutral und not for profit. Wir arbeiten global und local. Das heißt, wir entwickeln Lokalstandards in der Community Deutschland zum Beispiel und bringen die in den globalen Standard ein. Wir arbeiten inklusiv und kollaborativ. Wir sind kundenorientiert und wir richten uns nach den Regularien, die die Gesetzgeber in den einzelnen Ländern vorgeben. Ja, so ist GS1 seit fast 50 Jahren die Plattform für unternehmensgreifende Prozessoptimierung. Hier noch einmal zusammengefasst, unseres ersten Standard, die GTIN, der RN-Barcode, der Schlüssel zur digitalen Welt. Jeder kennt ihn. Der Barcode von GS1 befindet sich auf fast jedem Produkt im Einzelhandel. Tagtäglich werden ca. 6 Milliarden Scan-Vorgänge erfolgen zur Identifikation, entweder an der Kasse, im Geschäft oder in der Logistik, im Logistikprozess. In dem maschinenlesbaren ERN-Barcode ist eine eindeutige Artikelnummer dargestellt. Die ERN-Nummer heißt mittlerweile weltweit einheitlich GTIN, Global Trade Item Number. Die GTIN ist auch in der Bauindustrie angekommen, ist enthalten im BIM und im EFC-Standard. Wie komme ich nun an die eindeutige Nummer? Wir sehen, jede GS1-Member-Organisation vergibt eine eindeutige Nummer, in diesem Beispiel die 401-2345. Mit dieser Nummer wird Ihr Unternehmen eindeutig identifiziert. Diese Basisnummer ist eingebettet in der Global Location Number. Also Sie können damit Ihr Unternehmen eindeutig identifizieren. Sie sehen die Systematik hier auf dieser Seite. Hier ist überall die Basisnummer enthalten. So können Sie Ihre Lokation, Artikel, Transporteinheiten, Mehrweggebinde und vieles mehr eindeutig identifizieren. Der Aufbau ist immer gleich. Sie haben die Basisnummer, also Ihre Kundennummer von GS1, wo wir dafür sorgen, dass sie weltweit einzigartig ist. Das ist egal, ob Sie in Australien, in Asien, Europa oder sonst wo auf der Welt ein Produkt, das einmalig mit diesem Ident, mit dieser Basisnummer identifiziert ist, wird Ihnen mit den hinterlegten Informationen zugeordnet. Es gibt ein Feld für die Eigenregenerierung und es gibt eine Prüfziffer. So sind alle Idente aufgebaut. In dem nächsten Chart möchte ich Ihnen einmal zeigen, wo werden überhaupt GS1-Standards eingesetzt, am Beispiel eines Versandetiketts. Sie sehen auf der linken Seite, dort ist ein Versandetikett. Es ist standardisiert, die Maße sind vorgegeben, es ist angegeben, wo es auf den Paketen oder Paletten angebracht werden soll. Der obere Teil ist mit Informationen versehen, alles standardisiert und lesbar. Diese lesbaren Informationen sind in den Barcodes verschlüsselt, sodass sie entweder gelesen oder gescannt werden können. Wir sagen immer in der GS1-Sprache Identify, Capture, Share. Das heißt also die Identifikation, die Erfassung und die Übertragung. So kann dieses Versandetikett auf dem Transportweg erfasst werden, entweder mit einem Scanner oder gelesen werden können. Die gleichen Informationen, die Sie links hier sehen, können auch elektronisch über einen sogenannten Standard mit dem Lieferausweis des ADV, Dispatch Advice, übertragen werden. Das heißt also, bei dem Versand der Logistikeinheit können Sie dem Empfänger schon zusenden, dass diese Sendung in 2-3 Tagen bei ihm eintrifft. Sie haben alle Informationen, können Ihre Bestelldaten damit abgleichen, können Ihr Personal beim Lagereingang eben darauf einrichten, dass in 2-3 Tagen diese Lieferung kommt. So ist das Zusammenspiel der Standards von GS1 mit der Identifikation, mit der Erfassung, mit der Übertragung. Ja, welche Akteure profitieren von gemeinsamen Standards in der Baubranche? Letztendlich alle, die hier aufgeführt sind, und das sind jede Menge. Von den Planern
über den Betreiber, über den Umbau bis zum Abriss. Alle Akteure in diesem Segment profitieren von einheitlichen Standards. Wenn es Standards existieren, sind bilateralen Absprachen nicht mehr notwendig, weil man entsprechende Standards hat, an denen sich der Datensender, der Datenempfänger orientieren kann. Die Formate des Austauschformats sind eindeutig identifiziert. Das heißt also, wir haben eine Prozessoptimierung für all diese Teilnehmer, die hier in dieser Folie aufgeführt sind. Welche Daten werden denn nun benötigt? Der Fokus dieser Präsentation liegt ja auf den Stammdaten. Die Wertschöpfungskette beginnt mit einheitlichen Stammdaten, welche alle in allen Stufen der Prozesskette benötigt werden. So ist es bei der Artikelanlage, bei der Katalogerstellung, in den Einkaufs- und Verkaufsprozessen, in dem Orderprozess, im Wareneingang, im Rechnungsprozess, Logistik und Controlling. In all diesen Prozessstufen werden Stammdaten benötigt. Und somit sagen wir, das ist das Fundament für die Bauwirtschaft. Wir präferieren sogenannte Inhouse-Datenmodelle. Wenn man sich heute die Praxis anschaut, sind die ganzen Informationen intern in diversen Systemen hinterlegt, im Warenwirtschaftssystem, in Access-Datenbanken, in Excel, in einer Bilddatenbank. Diese Daten werden gesammelt in einer sogenannten Inhouse-Datenbox. Und man schaut eben, welche Informationen benötigt für alle Geschäftsprozesse und für alle Marktanforderungen. Daraus entwickelt man den Datenaustausch, die Datenaustauschformate, sei es via Excel, sei es elektronisch im PRICAT, XML, JSON-Format oder im BME-CAD oder eben in der Bauindustrie VDE 3805. So werden dann die sogenannten Schnittstellen, die API-Schnittstellen definiert. Man kann Excel-Upload erstellen, die dann an die einzelnen Datenempfänger versendet werden können. Dazu möchte ich Ihnen zwei Umsetzungsbeispiele erläutern, wie wir das in der Branche umgesetzt haben. Wir haben einen Branchenauftrag von Baustofffachhandel erhalten, die einen Verein gegründet haben zur Prozessoptimierung ihrer Daten. Das sind die fünf führenden Baustofffachhändler: Bauvista, Hagebau, die Starkgruppe, ZEB und Eurobaustoff mit ihrem Dachverband, dem BDB. Die haben uns den Auftrag gegeben, einen Branchenstandard, ein Basisstammdatenmodell für den Order- und Cash-Prozess zu entwickeln. Das Ergebnis kann jeder einsehen unter der Webadresse branchenstandard.com. Dort sind auf der Webseite alle Informationen zu diesem Standard hinterlegt. Wir haben ein Excel-Format erstellt als Basisstammdatenmodell, wo eben die Standardformate abgebildet sind. Wir haben eine Guideline erstellt, wo die einzelnen Attribute beschrieben sind. Wir haben Formate definiert für einen Excel-Upload und für eine XML-Datenübertragung. Nun können ca. 2000 Lieferanten dieser fünf Händler ein Datenformat nutzen, um ihre Daten zu übertragen. Das heißt, insgesamt 2500 Unternehmen arbeiten nach einem Standard statt bisher individuell. Das hat enorme Prozessvorteile. Alle Unternehmen können ihre IT-Struktur dementsprechend ausrichten. Beflügelt von diesem Basisstammdatenmodell haben wir einen Auftrag erhalten, in der Ziegelindustrie ein Datenmodell zu entwickeln für ein Unternehmen, das eine neue IT-Infrastruktur aufbaut. Und wir haben das Basisdatenmodell erweitert um produktbeschreibende Attribute wie Wandstärke, Brandschutzklasse etc. und haben dieses Datenmodell dann jetzt eben finalisiert. Und so kann das Unternehmen seine Datenstruktur eben nach diesem Basisdatenmodell abbilden. Grob gesagt sehen Sie den Katalog, den Sie hier in der Mitte sehen. Alle Informationen sind jetzt in einem einheitlichen Format und beschrieben und können so umgesetzt werden. Dieses hat uns den Anlass gegeben, das weiterzuentwickeln nach dem Motto, was im Baumarkt funktioniert, funktioniert auch in der Bauwirtschaft. Wir haben ein Datenmodell, wir wollen eine Inhouse-Datenbox eben für alle Prozesse, von der Artikellage bis zum Controlling, wie erklärt. Wir wollen alle Marktanforderungen für den Baustoffhandel, Projekte für Architekten und Planer definieren und sind in einem Pilotprojekt mit der
Firma Plane One, eine Architektenplattform, zusammen wollen wir dieses Datenmodell weiterentwickeln. Und das Zielszenario ist eine automatische Übernahme von Herstellerdaten in das Plane One-System, welche Architekten und Planer mit einem Klick für ihre Systeme nutzen können. Das heißt also, die Datenmodelle werden weiterentwickelt. Schauen wir uns nun die Baubranche an und schauen mal, wo schon heute eben GIS-1-Standards für die Identifikation, für die Erfassung und für die Übertragung zum Einsatz kommen. Wir haben einmal die Bauphase und wir haben einmal das Facility Management definiert. Bei der Beschaffung und in der Logistik werden schon die Identifikationen, wie mit dem Versandetikett erläutert, eben genutzt. Für die Materialauthentifizierung und die Rückverfolgbarkeit kann man diese Global Trade Item Nummer auch serialisieren. Das heißt, das einzelne Produkt ist individuell serialisiert beschrieben. Mit einem sogenannten EPCIS-Standard hat man die Möglichkeit, eben Stammdaten mit Ereignisdaten zu verbinden. Oder bei dem Materialstammdatenaustausch kann man eben dann die elektronischen Datenprozesse, EDI oder andere nutzen. Das Gleiche gilt dann bei dem Facility Management, hier auch eine eindeutige Identifikation von Standorten und Material mit SGLN und SGITIN und bei der Gewährleistung und bei dem Risikomanagement. Bei der Identifikation wird er gleich Stefan noch näher auf die Vorgaben eingehen. Und so stellt man sich mal die Anwendung von GIS-1-Standard in der Bauwirtschaft vor. Wir haben hier mal ein Beispiel, ein Szenario kreiert, wo überall GIS-1-Idente zum Einsatz kommen. Produktbeschreibungen, man kann sagen, ich bin eine Anlage, man kann diverse Informationen hinter diesen Etiketten hinterlegen. Man hat die Logistikprozesse wie beschrieben. Und dann kann auch die Asset, wo dann der Tobias näher drauf eingehen wird, in dem Thema Baustellenlogistik. All diese Szenarien können mit GIS-1-Standards abgebildet werden. Aber wir alleine schaffen das nicht. Wir arbeiten da mit unseren Solution-Partnern zusammen, die zusammen diese Lösungen, diese Standards ja zum Leben bringen. Und wir haben ein starkes Netz bei GIS-1 Germany von 230 Unternehmen, Solution-Partnern. Und ja, heute sind wir hier mit der Firma Smartec, die das Thema gleich von Stefan, was er beleuchten wird, die Optimierung der bauwirtschaftlichen Prozesse. Und der Tobias, der die Top-Herausforderung der digitalen Baustellenlogistik näher beleuchten wird. Ich hoffe, dass ich Ihnen in der Kürze der Zeit GIS-1-Standards näher bringen konnte. Für weitere Fragen stehe ich im Chat gleich noch oder im Nachgang eben zur Verfügung und bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und würde zurückgeben ins Studio zu Florian. Vielen Dank, André, für deine Präsentation. Ja, Stefan, dann würde ich dich bitten, als zweiten Sprecher deine Präsentation zu starten. Ich übergebe dir das Wort und ja, wir freuen uns auf deinen Vortrag. Ja, vielen Dank. Ich möchte mich auch für den Vorredner, André, vielmals bedanken. Es ist ja wirklich ganz, ganz spannend, dass alle Dinge so eine eindeutige Seriennummer bekommen. Und ich teile jetzt auch meinen Bildschirm ganz kurz. Jetzt müsste man die Präsentation sehen. Ja, vielen Dank auch für die einführenden Worte, Florian. Ja, das Internet der Dinge, diese eindeutigen Idente auf Basis der GIS-1, das ist schon ein sehr, sehr spannendes Thema. Und wenn ich jetzt mit meinem Titel jetzt mal gleich nahtlos anknüpfen kann, RFID, NFC und Auto-ID-Technologie, Optimierung von bauwirtschaftlichen Prozessen. Es geht ganz stark bei diesen Identen, die möglichst einfach zu erfassen. Und wir haben ja immer das Beispiel mit dem Wrigley-Kaugummi jetzt auch vor Augen. Heute, wenn jetzt kassiert wird, geht das rucki zucki. Da geht ein Barcode-Scanner rüber und der Wrigley-Kaugummi ist identifiziert. Oder wenn jetzt ein neues, großes Gebinde Wrigley-Kaugummis angeliefert wird, wird es auch im Supermarkt perfekt eigentlich sofort erfasst. Und Sie brauchen weltweit überhaupt gar nicht drüber nachdenken, wie Sie das machen. Sie brauchen quasi nur so einen eindeutigen Ident und die Standards der GIS-1, die da schon sehr leistungsstark sind. Und gerade auch hier in der technischen Industrie ist da viel Potenzial zu heben.
Bei mir ist es wirklich in der Tat so, ich liebe es, Dinge identifizierbar zu machen, am liebsten mit A für die NFC, aber 2D-Codes ist auch mein geheimes Hobby dann sozusagen. Sie wissen ja, dass wir auch Teil der Ratgeber-Unternehmensgruppe sind, also wir machen da 2D-Codes und A für die NFC zusammen und ich arbeite da auch in einigen Standardisierungsgruppen mit, wo man dann mit den eindeutigen Identen dann auch die Potenziale dann auch heben kann, wenn man gute Auto-ID-Prozesse auch einsetzt. Gut, in dem Zusammenhang, wenn man jetzt da sehr, sehr viel Auto-ID macht, muss man eigentlich GS1 Solution Partner werden, weil da auch wirklich weltweit Standards geschaffen werden. Und wir beraten auch hinsichtlich dieser Prozesse und am Ende des Tages bekommen Sie von uns natürlich dann die RFID, NFC und 2D-Code-Datenträger, die Sie dann eigentlich überall anbringen können, wo Sie alles identifizierbar machen können. Und ich sage Ihnen, da gibt es keine Grenzen, wie man Dinge heute auch identifizieren kann. Aber wie sieht das aus? Ja, also wir haben einmal natürlich jetzt diese GS1-Idente, die der André jetzt so perfekt vorgestellt hat. Aber ich habe es ja auch gesagt, Technologie ist kein Selbstzweck und auch die GS1 als Non-Profit-Organisation, das ist ja auch kein Selbstzweck. Wir streben ja alle die Optimierung an, Dinge sicherer, einfacher zu machen, auch nachhaltiger natürlich auch in Zukunft. Und ja, da ist es so, dass man da auch ganz konkrete Zielstellungen braucht. Und diese großen Schaubilder über die Supply Chain der Bauwirtschaft, die sind schon sehr, sehr komplex. Und man sollte sich da einfach wirklich überlegen, wenn ich optimiere, was möchte ich denn erreichen eigentlich, ja? Und es geht sicher darum, Dinge schneller und effizienter identifizierbar zu machen, ja? Sei es eine Baumaschine, die ich jetzt verwenden will, sei es eine Packung Dämmstoffe, die angeliefert werden, sei es ein Fenster, das ich vielleicht wo einbaue. Ich möchte das identifizieren, vielleicht auch entsprechend dem BIM zuordnen. Wenn es kaputt ist oder falsch ist, möchte ich es auch dann einfach ganz einfach identifizieren können, weiterverarbeiten können. Und das bitte schnell und effizient, ja. Es soll sicherer und fehlerfrei natürlich sein. Also ich denke mal, Nummern abzutippen, das will heute keiner mehr. Und ganz früher, für die, die jetzt vielleicht etwas älter schon sind, ganz, ganz früh beim Aldi, können sich noch an die Damen erinnern oder die Herren, die dann auch die Nummern eingegeben haben. Also selbst da tippt niemand mehr Nummern ein, um Artikel zu verkaufen, sondern es wird ein Code gescannt. Ja? Und die große Vision ist auch, dass da auch RFID immer mehr kommt. Natürlich automatisiert, deswegen RFID. Da muss ich nicht mal mehr den Barcode irgendwie hindrehen, um zu lesen, sondern das Objekt geht quasi einfach direkt vorbei und wird identifiziert. Ich möchte aber auch besser und leichter auswertbare Daten dann auch haben, also mehr Daten auch generieren, die ich dann auch verwenden kann, um Dokumentation und Kontrolle durchzuführen. Ja, zum Beispiel, wie viele Fenster wurden jetzt schon wo verbaut und so weiter? Oder wurde alles richtig verbaut? Oder ich habe auch irgendwelche gewissen rechtlichen Dinge, die ich dann auch sicherstellen muss, dass das ordentlich dokumentiert wurde. Und das sind so die Zielstellungen, die in dem ganzen Zusammenhang sind. Und das Fundament sind wirklich die eindeutigen Idente, aber dann natürlich die Auto-ID-Technologie, die hier jetzt schaubildlich mal dargestellt ist. In der Mitte sehen Sie sozusagen, das ist Auto-ID. Daten werden automatisch erfasst und vielleicht so am Anfang Optical Character Recognition kennt vielleicht jeder vom Scanner zu Hause. Wenn Sie den Text scannen und ihn automatisch in den Word-File übertragen lassen, dann erkennt der Computer die Buchstaben und wandelt die in einen digitalen Code um. Ja? Oder die Chipkarte, die Sie vielleicht kennen. Manch einer von Ihnen hat schon einen modernen Personalausweis mit Mikrochip drin. Aber auch das kontaktlose Bezahlen, wie Sie es im Supermarkt kennen, Karte auflegen, schwupps, ich habe ganz schnell bezahlt. Das ist auch Auto-ID-Technologie oder sogar biometrische Verfahren, wo mein Fingerabdruck gescannt wird und ich dann mein Handy entsperren kann. Das sind alles Auto-ID-Verfahren. Aber so die gängigsten und die wichtigsten, auch für die, die in der Bauwirtschaft relevant sind, da ist es natürlich das Barcode-System und die RFID-Technologie, auf die ich jetzt ein bisschen näher eingehen möchte. Und beim Barcode ist es so, da haben wir natürlich verschiedenste tolle Codes, die ich verwenden kann. Sie sehen jetzt hier unten so einen normalen Strichcode. Das ist, man bezeichnet das auch als 1D-Code. Das kennt man von jeder Umverpackung, die man eigentlich irgendwo sieht. Und das kann mit diesen roten Scannern immer sehr, sehr einfach eingelesen werden. Und die Technologie hat sich dahingehend auch erweitert, dass dann auch diese gestapelten Codes kommen. Den Sie hier in der Mitte sehen, das ist ein sogenannter QR-Code, ja, ein Quick-Response-Code. Das heißt, wenn Sie den mit der Handykamera abschießen, haben Sie im Bruchteil einer Sekunde die Identität des Produktes, des Objektes geklärt.
und Quick Response einfach, weil er unglaublich schnell reagiert. Und für diejenigen von Ihnen, die jetzt nicht mit professionellen Handreadern arbeiten, von Ihrem Mobiltelefon kennen Sie es vielleicht, selbst wenn man die Kamera startet, dass er das dann sogar schon vorschlägt, das zu identifizieren. Und ganz oben natürlich dann noch der Data Matrix Code. Der ist auch sehr schnell in der Identifizierung, hat aber noch gewisse Vorteile, weil die Datendichte sehr hoch ist. Also ich kann auf selbst sehr, sehr kleine Objekte, ja, Ventile oder was auch immer, selbst da kann ich so einen Data Matrix Code sogar auflasern. Und ja, das ist so eine ganz etablierte Geschichte mit den Barcodes. Und RFID, NFC hat in den letzten Jahren immer mehr Marktanteile gewonnen oder wird immer häufiger zusätzlich als Ergänzung auch mit eingebaut, weil RFID ist natürlich ein Traum. Ja, also wenn Sie jetzt an so einen 2D-Code denken, da brauche ich sicher eine Sichtlinie, ich kann ihn schnell identifizieren, aber bei RFID brauchen Sie jetzt zum Beispiel keine Sichtlinie. Ja, also Sie können den Transponder in Betonbauteile eingießen und den danach mit einem Handlesegerät über 1, 2 Meter auslesen, ohne dass Sie den Text sehen müssen. Und das ist natürlich schon für so ein Bauteil eine ganz, ganz spannende Geschichte, wenn ich jetzt mit Beton baue, aber geht natürlich auch für Fertigbauwände, Holzbauteile, Fenster, was sich nur so vorstellen können. Und das Schöne ist bei RFID-Technologie, die ist auch passiv. Das heißt, Sie haben da keine Batterie, sondern das Lesegerät erzeugt das Lesefeld und Sie können es dann einlesen. Und NFC, das ist natürlich so der kleine Bruder von RFID nochmal. Sie haben sogar einen RFID-Reader in Ihrem Mobiltelefon und das kennen Sie aus dem Bereich kontaktlosen Bezahlen, NFC, Near Field Communication, das ist auch eine RFID-Technologie. Ja, und da habe ich so diese verschiedenen Vorteile der Auto-ID-Systeme. Bei RFID hatte ich es gesagt, Sie haben keine erforderliche Sichtlinie, Sie haben eine sehr, sehr hohe Lesereichweite, wenn Sie möchten, Sie können sogar Gates aufbauen und Sie fahren eine Palette durch und alles wird automatisch identifiziert und das sogar gleichzeitig, das verbirgt sich hinter dem Wort Pulkerfassung, dass Sie wirklich im Bruchteil einer Sekunde mehrere Objekte auf einmal identifizieren können. Stellen Sie sich vor, Sie sind Fensterbauer zum Beispiel und machen einen Warenausgang und schieben dann einfach alle Fenster durch ein Gate durch und Sie können alle verbuchen, dass die jetzt ausgeliefert wurden. Da muss keiner mehr scannen, da muss keiner mehr eine Nummer abtippen und das ist wirklich schon sehr, sehr modern. Und da ist die Automobilindustrie auch schon so ein Vorreiter, die zum Beispiel alle Stoßfänger auch mit RFID-Etiketten versehen und dann automatisch hands-free auch identifizierbar machen. Und ich hatte es Ihnen ja auch gesagt, RFID ist sehr robust, das kann ich extrem gut verpacken oder sogar in Betonbauteile eingießen und dann ist es wirklich unkaputtbar. NFC, Near Field Communication, ist dann auch eine Teilgruppe von RFID. Also RFID steht für Radio Frequency Identification und NFC für Near Field Communication. Und damit können Sie einfach nochmal mit Ihrem Smartphone auch RFID-Tags einlesen. Und vielleicht werden einige von den Zuhörern schon mit Ihrem Handy bezahlen. Das heißt, Sie halten das Handy einfach an ein NFC-Lesegerät in der Kasse und Sie bezahlen. Das ist die gesamte Technologie dahinter. Und das ist natürlich sehr, sehr spannend, weil da gilt dann immer Bring Your Own Device. Wenn ich so ein Smartphone habe und ich habe jetzt so ein Fenster und ich möchte da jetzt vielleicht eine neue Scheibe bestellen, kann ich sogar mit meinem mit meinem Handy dann sogar als Endnutzer auch sogar später noch einscannen und vielleicht bei dem Fensterbauer meiner Wahl dann auch nachbestellen. Ja, und natürlich der letzte im Bunde, der 2D-Code, der 1D-Code, die sind natürlich omnipräsent, sehr, sehr günstig in der Herstellung, geringere Reichweite, außer man hat sehr, sehr gute Kamerasysteme und die Technologie ist natürlich extrem etabliert. Und der Trend geht ganz klar dahin, wenn ich jetzt so ein Ident habe, und Sie sehen jetzt hier unten eine sogenannte GS1-Nummer, in dem Fall für den Global Asset Identifier, dass man den jetzt nicht nur als Klarschrift sichtbar macht, sondern auch als 2D-Code. Ja. Das heißt, ich kann hier einerseits die Nummer natürlich über OCR erkennen. Ich kann die Nummer aber auch über ein Data Matrix scannen. Und last but not least, und Sie sehen, das Ding ist auf so viele Arten und Weise identifizierbar, dass es wirklich ein Traum ist. Oder ich kann sogar den RFID-NFC-Chip lesen. Und den habe ich hier schematisch ein bisschen dargestellt. In diesem Kunststoffbauteil, der zum Beispiel bei einer Baumaschine aufgebracht ist, ist nochmal ein passiver Mikrochip. Der hat keine eigene Energieversorgung, also keine Batterie. Und wenn Sie da Ihr Smartphone draufhalten oder einen RFID-Reader, bekommen Sie den gleichen Ident ausgegeben, der als Klarschrift dargegeben ist oder als 2D-Code oder als NFC. Das heißt, selbst wenn jetzt da Graffiti drüber gesprüht wird oder der 2D-Code verkratzt ist, Sie werden dieses Objekt immer identifizieren können. Ja? Also wenn man jetzt zum Beispiel eine sehr, sehr robuste Kennzeichnung möchte.
Und da gibt es die unterschiedlichsten Datenträger, hier sogar als Metalltypenschild mit gelaserten 2D-Code, in der Mitte auch der RFID-Funkchip. Dann gibt es aber auch sehr, sehr günstige Smart Label. Ja, das heißt, für Objekte, wo ich jetzt, sagen wir, nicht so ein teures Metallschild aufbringen kann, kann ich auch ein RFID-Etikett aufbringen. Und Sie sehen, das Interessante ist, man verwendet eigentlich immer RFID-Technologie und 2D-Code. Also man nutzt gleich alle Möglichkeiten, so ein Produkt identifizierbar zu machen. Oder hier auch der Industrial Tag nochmal. Aber wenn man dann auch keinen 2D-Code will, geht es natürlich auch ohne. Und da sieht man so einen klassischen Kunststoff-Tag, wo auch dieser Mikrochip mit der Seriennummer wieder drin ist. Und da ist jetzt auch ein Aufdruck drauf, aber kein 2D-Code. Und wenn Sie da das Smartphone oder den RFID-Reader hinhalten, können Sie das einlesen. Ja? Sie könnten so einen Tag, wie Sie hier unten auch sehen, auch in Betonbauteile integrieren, eigentlich überall, wo Sie es möchten. Gut. Und welche Beispiele haben wir jetzt hier aus der Bauwirtschaft auch? Zum Beispiel jetzt mal beim Bauhof eindeutige Kennzeichnung von Equipment. Ja? Also wenn ich Prozesse etablieren will, wo was irgendwie abgeladen wurde oder wo ich was gerade im Einsatz habe, dann muss ich die Dinge auch identifizierbar machen. Und hier sehen Sie jetzt so eine große Baggerschaufel, wo jetzt so ein Industrial Tag drauf ist. Den könnten Sie jetzt mit dem Handy scannen, mit einem Zeitstempel und Geodaten in die Cloud hochschicken. Da wird aber auch mein Nachredner noch ein bisschen was dazu sagen, oder Sie können 2D-Codes scannen oder am Ende des Tages sogar die Nummer abtippen. Aber Sie haben auf jeden Fall mal eine eindeutige Identifizierung, die die Basis eigentlich für alle Prozesse danach bildet. Das Gleiche gilt auch für Anschlagmittel, die man dann dadurch auch sehr gut identifizierbar machen kann. Und wenn man jetzt so ein bisschen mehr in den Bereich Supply Chain geht, könnte man jetzt hier auf jeden Fall auch das Beispiel Fenster nehmen. Ja, also das heißt, in der Fertigung wird gleich jedem Fenster eine eindeutige Seriennummer zugeordnet. Ja, die könnte ich dann auch entsprechend dem Building Information Model dann auch verarbeiten. Und ich muss mich dann eigentlich nur entscheiden, will ich jetzt nur einen 2D-Code, will ich nur eine Nummer oder will ich RFID? In dem Fall, bei dem Beispiel, ist es jetzt hier ein RFID-Etikett, das Sie auch mit dem Smartphone lesen können. Und da haben Sie auch einen 2D-Code drauf und die Seriennummer. Und diese ID kann dann über den gesamten Lebenszyklus des Fensters weiterverwendet werden. Also vom Ausgang bei der Fabrik bis zum Eingang an der Baustelle und so weiter kann das gescannt, gebucht und auch gesteuert und getrackt und getraced werden. Und dadurch kann man diese Auto-ID-Benefits vollumfänglich nutzen. Also entweder Sie nehmen dann auch RFID, machen Pulkerfassung oder Sie scannen es mit dem Handy. Da gibt es dann eigentlich auch gar keine Grenzen mehr. Oder Sie verwenden professionelle Reader, also was man möchte. Und das Schöne ist, das kann man dann, wenn man die Basis richtig geschaffen hat, über die gesamte Supply Chain auch tun. Und ich habe hier ein schönes Beispiel mit Niveau mitgebracht, würde ich sagen. Also das ist jetzt ein Fensterbauer. Das Beispiel darf ich hier auch zeigen, der sehr, sehr gute Holzfenster macht. Und der hat sich entschieden, solche RFID-NFC-Etiketten bei sich in der Produktion für interne Prozesse jetzt erstmal einzusetzen. Und die können jetzt mit dem Smartphone oder auch mit einem normalen Scanner gelesen werden. Und jetzt sehen Sie wieder den Vorteil, den man hat, wenn man verschiedene RFID-Technologien oder Auto-ID-Technologien generell einsetzt. Selbst wenn Sie hier jetzt drüber lackiert haben, das werden Sie immer lesen können, wenn Sie da noch einen Funkchip mit drin haben. Ja. Das ist also auch dieser Vorteil, wo man sieht, dass man da verschiedene Auto-ID-Technologien in Kombination sehr, sehr gut miteinander nutzen kann. Und ja, last but not least, meine kleine Supply Chain, wie ich sie aufgezeichnet habe, von der Fabrik über den Transport bis zum Einbau an der Baustelle, bis zum Endnutzer, der sich dann über das schöne Fenster freut, oder dem Monteur, der was reparieren muss und dann nochmal die Seriennummer scannt und eine Bauanleitung bekommt. Ich habe gerade bei meinem Wintergarten so eine Herausforderung, da würde ich mir jetzt so einen 2D-Code auch wünschen, um die Montageanleitung zu finden. Aber über den gesamten Prozess können Sie jetzt hier Auto-ID-Technologien einsetzen, Optimierungen schaffen. Natürlich brauchen Sie die entsprechende Software, aber das ist jetzt nochmal der krönende Abschluss unseres Online-Seminars und können mit den Datenidenten von GS1 da richtig loslegen. Ja. Vielleicht da auch noch, man kann natürlich auch ein proprietäres System machen, aber GS1 ist natürlich recht viel auch schon fertig. Muss man dabei immer auch normal und neutral betrachten. Und ja, vielleicht hier am Rande noch für die Supply Chain auch so ein Gate, wo man dann Dinge am Vorbeifahren identifizieren kann. Professionelle Handreader, hier so ein Smart Label mit Barcode und RFID-Technologie, kleine Handscanner oder sogar dann auch die Möglichkeit, die Auto-ID-Technologie mit dem Handy zu nutzen. Da sind dann eigentlich keine Grenzen mehr gesetzt. Und das Schöne ist, ja,
das große Rad der Digitalisierung und durch moderne Anwendungssoftware, das wird dadurch auch mit angetrieben, dass man vernünftige Standards im Bereich Auto-ID-Technologie und Stammdaten verwendet und die entsprechende Automatisierungstechnologie sich dann raussucht, die man in den einzelnen Prozessschritten oder der Supply Chain verwenden will. Und das treibt nun das große Rad der Digitalisierung in der Bauwirtschaft voran durch moderne Anwendungssoftware. Und ich freue mich in dem Zusammenhang dann ganz besonders an den Tobias auch zu übergeben, der da unser Experte ist und Ihnen ganz tolle Sachen noch zeigen wird. Und ja, last but not least, das wäre es mit meinem Vortrag gewesen. Hier sehen Sie auch einen Quick Response Code. Und wenn Sie den jetzt scannen oder einen Screenshot machen und nachher scannen, können Sie sogar direkt mit mir ein Beratungsgespräch buchen, wenn Sie möchten. Alternativ natürlich auch beantworten wir alle Fragen im Nachgang. Und Florian, da möchte ich vielmals Danke sagen und würde zurückgeben. Vielen Dank auch, Stefan, für die tolle Präsentation. Ja, was haben wir jetzt nun gehört? Jetzt haben wir Stammdaten gehört, wir haben Speichermedien sozusagen gehört. Jetzt fehlt natürlich noch die Software, um natürlich alles verwalten und pflegen zu können. Und da würde ich, Tobias, dich bitten, deine Präsentation zu starten. Und übergebe dir somit nun das Wort. Danke, Florian. So. Dann geht's auch schon direkt los. Ja, wer ist Tapia? Wir sind Ihr Ansprechpartner, um mithilfe von Anwendungssoftware den GS1-Standard und die Produkte von SmartTech miteinander intelligent zu verknüpfen und Ihnen somit Mehrwerte in der Digitalisierung zu bieten. Und das Ergebnis ist davon, tschüss Excel, bye Zettel, hallo Kontrolle. Und das ganz konkret mit Control, dem Betriebsmittel- und Baustoffmanagement, das lückenlose Kontrolle Ihnen bringt. Und hier sieht man auch schon ganz schön unseren Ansatz, denn mithilfe des Mitarbeiter-Smartphones eliminieren wir die Distanz zwischen Bauhof und Baustelle. Wir bringen die Intelligenz des Internets überall hin, wo Ihre Mitarbeiter arbeiten, sei es jetzt an den Baggerlöffel oder an Material im Lager. Überall stehen Ihnen die Daten in Echtzeit zur Verfügung. Und unsere Lösung Control bieten wir bereits seit 2018 an und während dieser Zeit haben wir sehr, sehr viele Erfahrungen sammeln dürfen und daraus auch Herausforderungen entwickelt für die digitale Baustellenlogistik. Und genau diese möchte ich Ihnen heute vorstellen. Jetzt fragen Sie sich natürlich sicher, wer steht denn gerade vor mir und der sieht ja schon noch relativ jung aus. Wie kann er uns denn da aktuell was zu erzählen? Kurz zu meinem Hintergrund. Ich bin einer von zwei Gründern von Tapia. Wir digitalisieren Bauprozesse seit Anfang 2014, damals noch gestartet mit Individuallösungen, mittlerweile mit Standardlösungen. Wir sind 6 Mitarbeiter, sitzen in Münster. Unser Durchschnittsalter ist 27. Wir haben keinen Bürohund, aber einen Papa unter uns. Und auf dem Bild sehen Sie neben mir noch Aaron Bach, den zweiten Gründer von Tapia, der bei uns die Softwareentwicklung leitet. Und egal, welche Lösung wir entwickeln, wir haben stets unsere Kunden im Fokus. Was bedeutet das? Zum einen sind wir eine Ausgründung aus dem Baumittelstand. Gemeinsam mit einem mittelständischen Bauunternehmen haben wir Tapia 2016 gegründet. Dieses Unternehmen hat den Ludwig-Erhard-Preis gewonnen, war Bauunternehmen des Jahres und Top-Innovator letztes Jahr. Somit haben wir hier einen sehr intensiven Kontakt zu Bau-Know-how, zu Bauwissen. Aber darauf vertrauen wir nicht alleine, sondern jede Lösung entwickeln wir mit vielen, vielen verschiedenen Entwicklungspartnern zusammen, damit wir nicht nur diese eine Brille aufsetzen können, sondern möglichst viele Unternehmensbrillen gleichzeitig bedienen können. Und bei der Entwicklung hören wir nicht auf, sondern wir entwickeln auch stets und laufend unsere Lösungen weiter. Und das nicht alleine, sondern mit unseren Anwendern, sei es jetzt Entwicklungspartner oder Kunde oder gar Interessent. Da machen wir keinen Unterschied. Somit haben wir immer die Möglichkeit, dass unsere Anwender auf uns zukommen und uns Verbesserungsvorschläge mitteilen. Egal, wo sie bei uns in den Lösungen sind, sie haben stets einen direkten Draht zu uns als Person. Und was ist das Ergebnis davon?
Mit Control bieten wir Ihnen eine Lösung, um Ihr Tagesgeschäft bestmöglich zu unterstützen. Somit verstaubt die Lizenz von Control nicht bei Ihnen im Regal, sondern bringt Ihnen echte Mehrwerte im Tagesgeschäft. Denn die Zeiten sind vorbei, wo Poliere einmal die Woche zur Telefonzelle gefahren sind, um ihre Bedarfe auf dem Bauhof zu melden. Heutzutage sieht es ganz anders aus. Dieser eine Polier, der damals nur einmal die Woche angerufen hat, ruft heute jeden Tag 10 bis 15 Mal an, wenn es hochkommt, um irgendetwas dem Bauhof mitzuteilen. Sei es ein Defekt, ein Bedarf oder die Anforderungen für einen Transport. Und was bedeutet das auf dem Bauhof? Ein Mitarbeiter kann sich nicht mehr fokussiert dem Tagesgeschäft widmen. Dem Polier gefällt das natürlich. Aber hier müssen wir unbedingt einen Umschwenk hinbekommen. Und das bieten wir mit Control. Denn dem Polier gefällt das natürlich. Er hat einen Echtzeitzugriff auf alle Ressourcen auf dem Bauhof. Denn was hat er denn für eine Vorstellung? So eine, die wir alle haben. Wir sitzen abends auf dem Sofa und bestellen auf einer Plattform wie Amazon vom Fernseher bis zur Zahnbürste alles, was wir uns vorstellen können. Und das ist sogar am nächsten Tag auch noch bei uns. Die Wirklichkeit über den Tag sieht aber ganz anders aus. Im Beruf, auf dem Bauhof sind bei vielen noch die Tage geprägt von Zettel, Excel-Listen oder Telefonanrufen. Und wenn wir hier von Digitalisierung reden, heißt es oft, ja, den Zettel, den fülle ich noch per Hand aus und mache dann ein Foto, um ihn dann per WhatsApp an den Bauhof zu schicken. Da setzen wir mit Control an. Wir bieten Ihnen eine zentrale Plattform, um diese Kommunikation zwischen Bauhof und Baustelle zu standardisieren, transparent und einheitlich zu machen. Somit lösen wir dieses Problem in Wohlgefallen auf. Wir sind auf allen drei Plattformen verfügbar, Android, iOS und PC, entwickeln diese auch laufend und gleichzeitig weiter. Das heißt, jede Plattform hat stets den aktuellsten Stand. Auf jeder Plattform sind jede Funktion gleichzeitig verfügbar. Das heißt, ob ich jetzt am PC oder am Handy bin, ist vollkommen egal. Ich kann alle Funktionen von Control stets nutzen. Und wir verwalten über Control Personal, Geräte und Werkzeuge. Und das Material. Stets ein Werkzeug für alle Belange auf der Baustelle. Und während wir uns das jetzt Ganze anschauen, haben wir verschiedene Herausforderungen, die wir uns jedes Mal wieder stellen müssen, wenn wir darum reden, Control bei unseren Kunden einzuführen. Und da möchte ich jetzt Ihre Aufmerksamkeit drauf lenken. Ich habe Ihnen heute 5 Herausforderungen mitgebracht, die ich Ihnen gerne präsentiere, und 1, 2 davon, sage ich, sind auch sogar meine Lieblingsherausforderung, weil ich glaube, da müssen wir gemeinsam ansetzen, um für die Branche nachhaltig hier Mehrwerte zu liefern. Die erste Herausforderung, die ich hier mitgebracht habe, sind die Stammdaten. Hier reden wir von 2 Ebenen. Einmal die Qualität der Stammdaten. Die sind meist historisch. Über die Zeit haben wir verschiedene Mitarbeiter, die diese Stammdaten verwalten, erstellen und bearbeiten oder gar löschen. Jedes Mal, wenn eine neue Person daran teilnimmt, bringt sie ihren eigenen Blickwinkel mit und bearbeitet diese Daten anders. Wir kennen Kunden, die haben einfach 3 Beschreibungsfelder, wo sie versuchen, genau alle ihre Geräte mit zu beschreiben. Dann steht mal in dem einen Feld der Hersteller, dann mal im dritten Feld der Hersteller. Es ist sehr, sehr schwierig, hier eine einheitliche Beschreibung hinzubekommen. Und zum anderen, die zweite Ebene in diesem Fall, ist die Verfügbarkeit der Daten. Sind diese Daten in Excel-Listen verfügbar oder gar auf Papier in irgendwelchen Leitsordnern im Schrank? Diese Daten stehen uns in der Regel dadurch sehr schlecht zur Verfügung. Und hier mal eine kurze Frage an Sie zum Nachdenken. An wie vielen Stellen meinen Sie, wo Sie im Unternehmen aktuell Ihre Adressen pflegen? Ich gehe davon aus, es wird mehr als eine sein. Und wenn wir über Stammdaten reden, reden wir auch meist über den Austausch der Daten.
Auch hier haben wir wieder zwei Betrachtungswinkel. Zum einen intern, also ich möchte eigentlich einen Datensatz ja nur einmal anfassen, dann soll er der ganzen Firma zur Verfügung stehen, egal in welchem Softwareprodukt. Und zum anderen extern, wie kann ich meine Daten mit Partnern austauschen? Machen wir einen kurzen Exkurs zu BIM. Wenn ich Open BIM versuche mit meinen Partnern zu machen, haben viele von uns in der Branche aktuell noch Probleme. Das liegt unter anderem daran, wie kann ich diese Daten mit meinen Partnern austauschen. Und genau hier bietet uns zum Beispiel GS1 tolle Möglichkeiten, dies zu standardisieren und unternehmensübergreifend auch über die Grenzen hinweg eine einheitliche Sprache zu sprechen. Denn seien wir mal ehrlich, wenn wir über Baustellen und GIS sprechen, reden wir auch oft über Lean. Lean heißt für mich immer sehr viel mit, oder hat sehr viel zu, ist für mich eine große, immer ein großes Thema, Verschwendung minimieren, Vermeidung von Verschwendung. Und das bedeutet es natürlich auch, dass Datensätze nur einmal angefasst werden müssen oder dürfen. Das heißt, wir müssen hier schauen, wie kriegen wir diese Schnittstellen unter den einzelnen Softwaresystemen gelöst. Die dritte Herausforderung, auch eine der wichtigsten Herausforderungen in meinen Augen, ist der Veränderungsprozess. Wenn wir uns bei Interessenten vorstellen, reden wir zuerst immer über die Grundlagenarbeit und dann über den Weitblick. Wir müssen eine Stufe nach der anderen nehmen und dürfen nicht mehrere gleichzeitig überspringen. Denn neben dem Unternehmen haben wir auch immer Personen, echte Menschen, die mitgenommen werden müssen in diesem Veränderungsprozess. Und da ist es hinderlich, wenn wir direkt anfangen, über Predictive Maintenance, künstliche Intelligenz zu reden oder andere Technologien wie GPS. Oft kommen nämlich beim Veränderungsprozess auch Ängste auf bei den Menschen. Was bedeutet das jetzt für meine Arbeit, für meinen Arbeitsplatz, für meinen Alltag? Deswegen fangen wir immer an, in der Einführung erst die Mitarbeiter kennenzulernen auf der Fläche. Denn nur so können wir diese dann auch mitnehmen auf den Weg die Treppe hinauf. Glauben Sie mir, es ist essentiell, hier immer diesen Veränderungsprozess aktiv mitzubegleiten, denn nur so kriegen Sie langfristigen Erfolg hin. Und das Prozesshaus Ihrer digitalen Baustellenlogistik bauen wir so Schritt für Schritt gemeinsam auf. Das bedeutet aber auch nicht, dass Sie damals anders oder schlechter gearbeitet haben wie heute mit Digitalisierung, sondern einfach anders. Anders heißt, damals war es gut und wenn wir jetzt Digitalisierung betrachten, wird es auch gut. Es kann nur besser werden, anders. Und genau hier wollen wir Sie auf eine Reise mitnehmen. Die vorletzte Herausforderung sind Mitarbeiterinnen zuerst. Ich habe es eben gerade schon mal kurz angesprochen. Veränderungsprozess ist ein sehr wichtiger Punkt. Aber auch die Mitarbeiterinnen frühzeitig mit einzubeziehen, ebenso. Denn wo entscheidet sich denn oft, ob eine Lösung eingesetzt wird oder nicht? In einem Meetingraum. Eingeführt wird aber eine Lösung auf der Baustelle, auf dem Bauhof und im Büro. Aus diesem Grund muss man vorab die Menschen kennenlernen und dann mit ihnen gemeinsam die Arbeitsweise, die Prozesse neu aufbauen und die Software einführen. Denn nur so arbeitet man mit dem Softwareanbieter Tapia zusammen und generell mit auch unseren Kollegen auf einer partnerschaftlichen und offenen Ebene. Die fünfte Herausforderung ist die Investitionsbereitschaft. Und da kann ich Ihnen sagen, da bin ich manchmal sogar überrascht, denn ein Bagger, der kann oft einen hohen sechsstelligen Betrag kosten. Die Investitionsentscheidung fällt aber relativ schnell. Bei einer Softwarelösung sieht es schon anders aus. Da sind die Entscheidungswege oft lang, kompliziert und wir reden von einem Bruchteil des Investitionsbetrags von einem Bagger. Sicherlich hat das damit zu tun, dass der Mehrwert von einer Digitalisierungsentscheidung schwer quantifizierbar ist in der Regel.
Aus diesem Grund kann ich nur einen Appell an Sie richten. Schauen Sie immer auch auf das Mindset und die Arbeitsweise des potenziellen Partners, der Sie auf der Reise mit begleiten soll. Denn nur dann finden Sie langfristig den Partner, mit dem Sie auch Spaß haben und partnerschaftlich zusammenarbeiten können. Denn Digitalisierung wagen heißt Digitalisierung einfach machen. Und dann kommen Sie an den Punkt, wo Sie sagen können, Tschüss Excel, Beizettel, hallo Kontrolle. Und wie sieht das konkret aus? Mit Hilfe von Smart-Tech-Produkten und dem GS1-Standard können wir alle Ihre Objekte, sei es jetzt Baggerlöffel oder auch Bagger oder Materialien, auf einer Karte verorten und in Echtzeit anzeigen. Sie müssen das nicht mehr nachtragen, das übernimmt Kontrolle für Sie. Somit können Sie mit einem Klick in Echtzeit sehen, wo sind Ihre Gerätschaften. Gleichzeitig nutzen wir diese Daten, um für Sie Kennzahlen aufzubereiten. Somit können Sie entscheiden, nehme ich lieber Bosch oder Hilti, Caterpillar oder Liebherr. Wann muss ich eine neue Investitionsentscheidung treffen oder wann nicht? Muss ich meinen Bestand von Material runterfahren oder hochfahren? All diese Fragen können Sie mit Control beantworten und als Entscheidungsunterstützung nutzen. Und neben den bereits gezeigten Unternehmen vom Stefan Scheller haben wir weitere Referenzen, habe ich heute weitere Referenzen mitgebracht. Hier sehen Sie von einem reinen Tiefbauer über Infrastrukturbau bis zu einem Gemischtwarenladen, wie wir es so immer schön sagen, verschiedenste Unternehmen, die auf Control setzen und die Control zum Bauen nutzen. Denn wir glauben, Zukunft ist ein Prozess, der sich nicht von selbst entwickelt. Und darum entwickeln wir Lösungen für Unternehmen, die die Zukunft der Baubranche entscheidend mitgestalten wollen. Unsere Referenzen gehören schon dazu. Und falls Sie auch dazu gehören wollen, lade ich Sie recht herzlich ein, unseren Musterbauhof in Schlüchtern besuchen. Hier zeigen wir Ihnen in einem echten Bauunternehmen, wie Control eingesetzt wird. Sie dürfen selbst und eigenständig mit den Mitarbeitern vor Ort reden und deren Erfahrungen mitnehmen, um Control noch schneller, noch einfacher bei sich einzuführen. Also, falls Sie den Musterbauhof besuchen wollen, gehen Sie auf musterbauhof.de oder scannen Sie diesen QR-Code ein. Übernehmen Sie jetzt die Kontrolle mit Control und ich sage vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Falls Sie direkt einen Beratungstermin mit uns vereinbaren wollen, weil Sie jetzt wirklich Lust auf mehr bekommen haben, scannen Sie einfach diesen QR-Code ab oder besuchen Sie uns auf tapia.de. Vielen Dank auch an SmartTech für die Organisation des heutigen Webinars und ich wünsche Ihnen dann gleich, nachdem wir Sie verabschiedet haben, noch einen erfolgreichen Arbeitstag. Danke. Ja, Tobias, super. Vielen Dank für die tolle Präsentation. Danke auch den anderen für die Präsentationen. Ja, wir haben jetzt einiges mitbekommen. Also es tut sich auch einiges. Die Baubranche wird auch digitalisierter. Viele andere Branchen sind ja bereits sehr digital. Aber wir merken natürlich auch hier im Bauprozess, in den Bauhöfen, in den Werkstätten, alles wird digitalisiert und ist natürlich auch ein schöner Weg. Und ja, wir haben die ein oder andere Frage. Da würde ich gleich drauf eingehen. André, für dich eine Frage. Und zwar Verknüpfung von Stammdaten und Ereignisdaten. Gibt es dazu Beispiele? Kannst du da was dazu sagen? Also Stammdaten sind ja aus dem Orderprozess zum Beispiel die Lieferscheindaten. Und wenn ich jetzt ein Ereignisdatum habe, der Wareneingang ist, der Lagereingang, Wareneingang ist jetzt, dann ist es ein Ereignis und das kann ich verknüpfen mit dem Lieferschein, so dass ich dann praktisch nicht nur das Ereignis habe, wann was passiert ist, ich habe dann auch die Stammdaten mit dem Lieferschein dazu. Das ist ein Beispiel zum Beispiel. Okay. Sollte die Frage noch ausführlicher beantwortet werden, würde ich Sie bitten, die Frage auch direkt an André nochmal zu stellen, beziehungsweise Sie können im Nachgang auch nochmal tiefer darauf eingehen. Die Fragen werden ja gespeichert. Und genau.
Tobias, wir haben noch hier eine Frage. Können wir die Software Control an einem Live-Beispiel sehen? Gibt es dazu Möglichkeiten, auch im Nachgang dann an das Seminar zum Beispiel? Auf jeden Fall gibt es da Möglichkeiten. Über unsere Webseite kann man ganz einfach einen Beratungstermin mit uns buchen und da werden wir natürlich direkt live auch in die Software reingehen, um Ihnen die Mehrwerte und alle Prozesse und Funktionen vorzustellen. Super. Auch hier in dem Fall, glaube ich, können wir auch dann den Fragesteller kontaktieren, beziehungsweise Tobias, du wirst ihn dann wahrscheinlich kontaktieren und dann auch näher darauf eingehen. Das wäre es soweit von den Zuschauerfragen. Ich hätte auch noch die ein oder andere Frage. Ja, Stefan hat noch nichts beantworten dürfen, also von dem her wäre die nächste Frage an Stefan. Du sagtest vorhin, NFC, RFID-Transponder kann man auch in Beton einbetonieren. Ist ja auch schon mal ja, dicke Schicht, viel, ja, man sieht den Transponder nicht mehr. Wo siehst du Schwierigkeiten? Also bei dem Hausbau oder wie auch immer, gibt es irgendwo Orte, wo man es nicht machen kann, einen Transponder einzubauen? Was sind Hindernisse? Also im Prinzip gibt es keine Grenzen. Also man muss natürlich schon ein bisschen aufpassen, wenn ich jetzt Stahlbeton habe oder sowas. Also wenn ich jetzt eine RFID-Frequenz habe mit einer sehr, sehr hohen Reichweite, das ist oft UHF, da gibt es natürlich schon Interferenzen mit Metallen jetzt. Da muss man halt aufpassen und da dann schon, gerade wenn es Stahlbetonteile sind, dann schon aufpassen, wo ich das anbringe. Es darf jetzt nicht durch Metall komplett gekapselt sein. Dann habe ich Schwierigkeiten, den RFID-Transponder zu lesen. Also das ist so eine Besonderheit. Aber auf der anderen Seite entwickeln wir da oder haben wir auch einige sehr gute Standardprodukte entwickelt, die auch speziell abgestimmt sind auf bestimmte Objekte. Und da ist es eigentlich schon super. Aber es ist halt wichtig, dass man am Anfang darüber spricht, was möchte ich identifizieren und dann die perfekte Lösung da auch draufsetzt. Ja. Gut, André, für dich noch eine Frage. Und zwar, ja, die Stammdaten sind ja die schier von Nummern und Zahlen und Ziffern folgen. Wo siehst du da die größten Herausforderungen? Also bei den Stammdaten sehe ich die größten Herausforderungen. Das zeigen auch so die Live-Produkte, wo liegen meine ganzen Daten. Das heißt also, man hat unterschiedliche Systeme, die IT-Struktur ist gewachsen, Informationen sind abgelegt in unterschiedlichen Systemen. Und das ist so die größte Herausforderung, diese zusammenzuführen. Das heißt also, ein klassisches Beispiel ist, ich habe eine Bilddatenbank und ich habe ein Warenwirtschaftssystem. Und jetzt muss ich praktisch das Bild mit den Stammdaten verknüpfen. Und das sind so die großen Herausforderungen. Okay, dann Tobias, noch eine Frage für dich. Bei einer Einführung von Control, wie unterstützt ihr den Kunden? Was sind so die Besonderheiten? Was kann der Kunde erwarten? Neben den automatisierten Informationen, die wir über Control zur Verfügung stellen, um die Einführung einfacher zu machen, stellen wir jedem Kunden einen Mitarbeiter von uns an die Seite, der als Coach die Best Practices und die Taktiken an der Hand hat, damit die Mitarbeiter im Bauunternehmen die Tore auch wirklich zielgerichtet schießen können, so wie die Schweiz gestern Abend. Ja, und wie heute Abend, oder? Ja, oder wie heute Abend, ja. Genau. Absolut. Sie sehen, es ist live. Sehr gut. Ja, ansonsten in diesem Sinne, ich denke, ja, möchte noch jemand die berühmten letzten Worte sprechen? Ansonsten ja, bleibt mir jetzt nichts anderes übrig, als an Sie zu appellieren. Schauen Sie sich Ihre Prozesse an. Wo können Sie noch digitalisieren? Wo können Sie Prozesse verbessern, effizienter gestalten, rückverfolgbarer? Kommen Sie auf uns zu, kontaktieren Sie uns. Wir sind natürlich immer für Sie da und freuen uns auf Ihre Projekte. Und ansonsten, wenn Sie Fragen haben, natürlich per E-Mail, per Telefon. Wir stehen für Sie bereit. Und ja, in diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen schönen restlichen Nachmittag und ja, viel Spaß beim Fußballschauen für den einen oder anderen und viel Erfolg für die deutsche Mannschaft. Dann ja, bis demnächst. Auf Wiedersehen. Vielen Dank, Florian. Auch an die Moderation. Vielen herzlichen Dank. Ja, super. Ja, danke. Tschüss.